Herr Petrov, als Geschäftsführer von Bisotti, dem Italien-Spezialisten in Deutschland, sind Sie seit ewigen Jahren schon auf der Pro Wein, soweit ich mich erinnern kann. Und Sie haben uns diesmal einen Jungwinzer aus dem Tino mitgebracht, wie ich sehe. Können Sie ganz kurz was dazu sagen? Ja, also nach meiner Erinnerung schon seit 98 oder wirklich die Anfänge sind wir der Messe immer treu, aber auch unsere Kunden und überhaupt unsere Lieferanten. Und so wie jedes Jahr versuchen wir unseren Kunden einen Überblick zu verschaffen von Neuigkeiten und immer noch zwar bekannte Regionen, aber doch mit unbekannten Weinen. Und auch in diesem Jahr haben wir jemanden als Gast am Stand, der nach unserer Meinung sehr gute, sehr autochtone Rebe, typische Weine für Trentino, eine Region, dass das nicht richtig entdeckt ist. Und die Degustationen, die Proben machen immer wieder großen Spaß und auch natürlich lässt sich sehr gut profilieren im Fachhandel. Und das ist hier Ihr neuer Starwinzer aus dem Tino sozusagen? Absolut. Ja. Hallo. Hallo, ich bin Federico Simoni aus Casata Monfort. Wir produzieren Weißweine und rote Weine aus Trentino und Gewürztraminer, Pinot Grigio, Tirol de Gorotagliano, Lagrain und Trento Doc die Sekt von Trentino, aus Trentino. Und meine ist die vierte Generation in die Kellerei. Und ja, ist ich viele so schnell hat er Deutsch gesprochen, so schnell gelernt. Sehr gut. Perfekt, ja. So, eine kurze Frage noch zu den Sortimenten. Wenn Sie jetzt drei Weine aus Ihrem Sortiment präsentieren sollten, jetzt der Presse oder der Weltweinfans oder via TV, welche Weine würden Sie denn vorschlagen? So ganz spontan drei Ihre Weine drauf deuten und so mit einem Satz sagen, warum? Ja, die drei Weine für mich, die Sekt, Trento Doc, Blanc de Serres und Blanc de Serres heißt? Blanc de Serres ist eine Cuvée mit alte Rebsorten in Serso, Valsugana. Valsugana ist in Italien, in Trentino. Und Serres ist die Name von die Town, die Weinberg, die Dorf. Okay. Und San Lorenzo ist San Laurent. Ist eine ganz autochthone Wein von Trentino und diese Weine ist Projekte von alte Rebsorten von Trentino und autochtone, ja genau. Und, gut, das hört sich spannend an, aber sicher? Weil das sind wirklich die Weine, die entdeckenswert sind, für die sind die zugewöhnlich. Aber für uns immer noch entdeckungswert. Also der weiße Nocciola, das gibt es nur in Trentino. Oder Marzemino, Teroldego und Lagrein von der Rote. Das ist der Brunello von Trentino. Macht immer wieder unglaublichen Spaß. Gut, prima. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf der Pro Wein. Und alles Gute und bis spätestens nächstes Jahr. Absolut. Danke. Dankeschön. Bis nächstes Jahr.